Hi, wobei kann ich dir helfen? Bitte? Sie bevorzugen Sie? Ja. Wir sind hier ein bisschen ein alternativerer junger Laden, deswegen duzen wir normalerweise. Aber ich kann Sie natürlich auch siezen. Es tut mir sehr leid, dass ich wollte Ihnen damit nicht auf den Schlips treten. Ja. Okay, was kann ich denn für Sie tun? Okay. Sie möchten also einen Haarschnitt vorne kurz, nein, insgesamt kurz, ja. Ich höre zu, ich höre zu, ich hab's verstanden. Also vorne kurz, vorne länger, hinten kürzer, aber so hoch toupiert, ja. Und blond, war das, ja, blond. Mit Strähnen. Mit Strähnen, mit verschiedenen Strähnen, das kriegen wir hin. Bitte? Meine Frisur. Ne? Ja, also, ich kann Ihnen versichern, Sie müssen nicht so eine Frisur wie meine tragen. Bitte? Okay, oder wie meine Kollegin, ja. Das ist alles, da sind Sie ganz freigestellt. Bitte? Wie gesagt, ich kann Ihnen da, das, was Sie mir sagen, das werde ich annehmen und wir werden dann einen schönen Haarschnitt für Sie machen. Okay. Ich würde dann einfach alles einmal vorbereiten. Ja. Nein, das ist mein Piercing. Ja, hier tragen viele Leute ein Piercing. Wie gesagt, wir sind ein bisschen alternativerer Laden. Haben hier so ein bisschen alternativere Methoden. Okay. Okay, nicht an Ihnen. Na, ja, wie gesagt, wir machen das hier. Also wie gesagt, Sie müssen nicht so einen Haarschnitt wie meinen haben. Bitte? Diese ganzen Berliner Mädchen mit den kurzen Frisuren. Ja, nicht. Okay. Wir werden was für Sie finden. Ich bin ganz sicher. Okay, wundervoll. Lassen Sie mich einfach machen. Vertrauen Sie mir, okay? Vertrauen Sie mir. Als allererstes würde ich dann einmal Ihre Haare durchkämmen. Ja. Ich mir getan. Es tut mir leid, das tut mir so leid, das tut mir wirklich leid, das wollte ich nicht. Geht schon. Geht wieder. Okay. Oh, finden Sie, dass ich grob bin? Ich werde mir Mühe geben, dass das nicht passiert mehr. Okay. Bitte? Die Kollegin? Was meinen Sie, warum wir so eine einstellen? Okay. Okay. Wie gesagt, wir sind ein offener Laden. Also wir haben hier auch verschiedene. Wir diskriminieren nicht, vor allen Dingen nicht wegen der Hautfarbe oder so. Sie auch nicht. Okay. Machen wir einfach. Einmal mit dem feineren Kamm. Jetzt einmal ein Schutzspray für die Tönung auftragen. Okay, bitte einmal Augen zu. Wenn Sie möchten, also es ist eigentlich ein allergiefreies Produkt, aber okay, gucken Sie gerne mal.
durch, ob da irgendwelche Allergiestoffe drin sind. Es ist zu kalt. Okay. Okay, danke. Es sind keine Allergiestoffe drin, nein. Okay. Wissen was? Wir lassen es einfach. Das reicht schon. Okay. Sollte sich auch wohl fühlen. Okay. So, das eigentlich. Ich werde jetzt einmal das kurz rübergeben. Und dann bereite ich schon mal vor. Ja, genau. Dann schon. So, einmal zu unseren Produkten. Ich werde ein Haarfärbeprodukt benutzen, was ein bisschen neuer ist. Es macht einen bestimmten Sound. Das ist aber überhaupt nicht schlimm für die Haare. Sie haben überhaupt keinen, also das Haar nimmt keinen Schaden davon. Ja, haben Sie verstanden? Ja, okay. Ich fange an, ich wollte Sie nur wissen lassen, ne? Falls das, nicht, dass Sie sich wundern. Oder, ja, okay. Okay. Ich werde das dann einmal anmixen. Schneiden einmal kleinere Stücke für die Strähnen zu. Normales Papier. Ich weiß, einige benutzen Alufolie, aber diese spezielle Folie ist tatsächlich dafür gemacht und die kann man genauso benutzen. Ihre Friseurin benutzt immer Alufolie. Ja, ich weiß. Wie gesagt, das funktioniert beides gleich. Da gibt es keine Unterschiede. Es tut mir leid, ich habe leider nichts anderes hier. Würden Sie das trotzdem einmal mit mir probieren? Okay, ich habe jetzt so ein großes Stück ausgeschnitten und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Ich kämme einmal Ihre Haare komplett zur Seite und fange dann mit der ersten Strähne an. Ich meine jetzt vom Haarschnitt hier. Ja, okay, ich beeil mich. Okay, ich nehme noch ein bisschen. So. Bitte? Das Geräusch, das
ich hatte, wie ich Ihnen gerade erklärt hatte, das ist unser Produkt. Ich meinte, dass das ein gewisses Geräusch gibt. Bitte? Das möchten Sie nicht? Ich kann Ihnen versichern, dass das absolut safe ist. Das hat nur... macht nur ein bisschen Geräusch. Nicht? Okay. Was machen wir denn jetzt dann? Ich sag was. Wir machen Ihnen jetzt diese Strähne noch und dann lassen wir das erstmal und ich mache erstmal den Haarschnitt und Sie können dann nächstes Mal, wir probieren jetzt einmal diese eine Strähne und wenn Ihnen das nicht gefällt und damit ich Ihnen das damit Sie nicht, damit Sie sehen, dass ich das Haar Ihnen nicht beschädige, Entschuldigung, damit Sie sehen, dass ich Ihnen das Haar nicht beschädige, machen wir das dann erstmal nur probeweise. Beim nächsten Mal machen wir dann die Strähnen komplett. Sie möchten das dann beim nächsten Mal umsonst? Ja, dann machen wir das für Sie umsonst. Ja, dann muss das so. Ich packe einmal die Strähne hier ein jetzt. Wir lassen das jetzt erstmal so ruhen. Und ich fange jetzt erstmal an mit dem Schneiden vom Rest, okay? Okay. Gut. Kämm das rüber. Bitte. Oh, das hier. Also normalerweise hat das den Kunden nicht gestört. Ich weiß, es sieht ein bisschen peinlich aus. Ich habe das einfach vergessen. Sie sind früher nicht so rumgelaufen. Sie hatten auch nicht so eine Frisur. Sorry. Muss ich damit leben, dass ich heute den ganzen Tag damit rumlaufe. Dann ist es ein bisschen peinlich. Ja, die Jugend von heute. Okay. Ja, ich weiß noch, was Sie wollten. Ich fange dann einmal an, ja? Sie, einige Leute finden halt so normales Make-up schön und ich finde halt dieses Make-up schön. Ja. Okay. Sie müssen das auch nicht schön finden. Okay. Sie finden die Mädchen heutzutage laufen alle viel zu... Okay. Ja, dazu kann ich nichts sagen. Ehrlich bin. Bitte? Nicht? Okay, ihre Frisur hat das anders gemacht. Also, wie gesagt, wir sind hier halt ein modernerer Laden. Und außerdem ist es ja so, dass Friseure unterschiedlich arbeiten. Und ich kann nicht so arbeiten wie ihre Stammfriseurin. Aber das heißt nicht, dass wir nicht zum selben Ergebnis kommen.
Ja. Okay. Bitte versuchen. Lassen Sie mich noch einmal versuchen, okay? Danke. Okay. Gerade erst dabei, also ich fange gerade erst an. Nicht mehr, ich soll nicht mehr weiter. Okay. Ich kann Ihnen das so umsonst anbieten, dass ich das korrigiere. Nein? Bitte, Sie müssen nicht schreien. Sie müssen nicht schreien. Was kann ich denn tun für Sie, dass das besser wird? Okay. Manager, okay. Dann, ich hol unseren Manager.